alles, was wir hier reinschreiben, wird die ganze Zeit jetzt wiederholt. Deswegen solche Sachen mit Vorsicht genießen. Je mehr solche While-True-Do-Schleifen ihr habt, desto unperformanter wird euer Spiel. Und jetzt sagen wir einfach mal, Geld.value ist gleich Profile.data.geld und Diamanten.value ist gleich Profile.data.diamant. Jetzt wird jeden Tick, jedes Mal, wenn Roblox irgendwas rechnet, wird der Wert von den Leader-Stats aktualisiert auf den Wert, der in den Profildaten drin steht. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, dass es auch wirklich ausgeführt wird, ist diesen Coroutine ausführen. Und wir führen den einfach aus, indem wir hier nochmal Klammer auf, Klammer zu dahinter schreiben. Klingt komisch, ist aber so. Das ist alles logisch, macht alles Sinn, wenn ihr erstmal ein bisschen gecodet habt. So, wir starten rein in das Spiel. Ich habe 15 Geld und 100 Diamanten, weil ich ja insgesamt jetzt schon 5 Mal hier raufgeklickt habe. Ich drücke nochmal rauf, bam, bam, bam. Es geht unten, in der Konsole wird es mehr und oben in den Leaderstats wird es auch mehr. Wenn ich schneller klicke, wird es schneller mehr. Wenn ich langsamer klicke, wird es langsamer mehr. Also es wird wirklich live upgedatet. So.